Die Tiefen des Ozeans. Hier lauern viele gefährliche und seltsame Kreaturen. Und eine von ihnen bekommt den Mund nicht voll genug. Und das ist der Bloop. Eine wirklich sehr seltsame Kreatur. Ich habe übrigens gerade mal gegoogelt, wie der entstanden ist. 1997 wurden wohl im Pazifischen Ozean mithilfe eines Sonargeräts irgendwelche Sounds aufgenommen, die man nicht zuordnen kann. Und dann ist irgendwie der Bloop entstanden. Ich glaube, durch so Fanfiction. Ich kann mal das Bild einblenden von Google. Ja, und den können wir jetzt halt auch hier spielen in Path of Titans. Ich glaube, der wird sehr, sehr groß, aber der ist halt auch dementsprechend schwerfällig. Das hier ist schon Sprinten, also wir können uns wirklich nicht schnell bewegen. Aber wie denn auch, ne, mit den Mini-Flossen? Wobei die Rückenflosse, oder Schwanzflosse, nicht Rückenflosse. Schwanzflosse ist schon ganz schön groß. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir damit was töten können. Ich glaube, dafür sind wir einfach viel zu langsam. Aber vielleicht kann der ja, wenn er ein bisschen gewachsen ist, auch coole Attacken lernen. Das müssen wir dann rausfinden. Jetzt aktuell fühle ich den im Kampf noch nicht, aber ich finde ihn optisch echt sehr interessant und lustig. Vor allem, dass er immer so das Maul offen hat. Wäre cool, wenn der kleinere Dinos einfach schlucken könnte. Das Maul ist auf jeden Fall groß genug. Oh, guck mal, hier sind Fische und Rochen. Ich glaube, wir haben den sogar gekillt, gerade mit dem ersten Biss. Ja, sieht so aus. Aber die schwimmen auch nur an die Oberfläche. Okay, schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass er die einfach direkt runterschluckt. Das wäre cool gewesen. Aber ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen Richtung Festland und mache dann ein paar Missionen. Weil wir können noch ein ganzes Stück wachsen. Wir sind jetzt gerade aktuell noch Baby. Wobei wir jetzt schon, glaube ich, gar nicht so klein sind. Das sieht ja auch witzig aus. Der schläft jetzt gerade. Aber ich wollte jetzt mal mit euch gemeinsam an Land gehen. Mal gucken, wie der sich so an Land bewegen kann. Okay, auch nicht gerade schnell. Ich glaube ungefähr genauso schnell wie im Wasser. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Dino und kommt jetzt hier vorbei und dann liegt hier einfach so ein Viech. Echt seltsam. Wir gehen mal lieber wieder ins Wasser. Warum will er uns fressen? Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben ihn abgehangen. Gott sei Dank. Wir sind jetzt schon etwas gewachsen, nämlich knapp über Jugendlicher. Und wir können schon alle Attacken freischalten. Und die sind so überschaubar, dass wir uns die auch mal eben schnell gemeinsam angucken können. Beim Kopf haben wir einmal den normalen Biss, den haben wir gerade schon gesehen. Und einen aufladbaren Biss. Je länger man den hält und dann erst zuschnappt, desto mehr Schaden macht er. Ich bin mir da ehrlich gesagt sehr unsicher, ob der wirklich Sinn macht bei dem. Weil ich meine, der ist so langsam. Da kann man ja einfach, sobald der aufladbare Biss startet, wegschwimmen. Also ich glaube, kein Tier ist langsamer unter Wasser als wir. Da macht wahrscheinlich eher das hier Sinn, der normale Biss. Aber wir probieren ihn gleich mal aus. Stoffwechsel gibt es nur das ganz normale.
Fleisch und Fisch. Bei der Haut, da können wir noch lernen, dass wir ein bisschen schneller sind und weniger Schaden machen. Habe ich auch schon gelernt, weil wir sind so langsam. Ich glaube, Geschwindigkeit tut uns gut. Beine können wir gar nichts lernen. Wir haben ja auch keine Beine. Und bei dem Schwanz haben wir eine sehr coole Attacke, nämlich eine 360-Grad-Spin-Attack. Da bin ich gleich sehr gespannt. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber klingt spannend. Dann probieren wir mal den Crushing Bite, also diesen aufladbaren Biss und die Spin Attack jetzt gemeinsam aus. So, jetzt drücke ich mal den aufladbaren Biss. Okay, das Maul geht auch sehr, sehr weit auf. Und dann schnappt er zu. Und jetzt machen wir mal die Spin Attack. Oh, die ist interessant. Da schreit er sogar so cool. Ich glaube, die ist gar nicht schlecht, wenn wir angegriffen werden. Die hat auch echt wenig Cooldown. Kann man eigentlich relativ schnell spammen. Die behalte ich auf jeden Fall, aber den Biss werde ich vermutlich den normalen Biss wieder nehmen. Die Sonne geht wieder auf und wir sind jetzt vollständig ausgewachsen und bereit zu jagen. Ich glaube, so langsam werden wir auch hungrig. Ich habe nämlich noch gar nichts gegessen. Aber ich bezweifle immer noch ein bisschen, muss ich sagen, dass wir überhaupt irgendwas erlegen können. Aber ich werde jetzt einfach mal hier diese Bucht reinschwimmen und dann hoffen, dass wir da andere Spieler finden. Die Kamera ist auch ein bisschen schwierig mit dieser Riesenflosse, weil mittlerweile sind wir echt groß. Wenn man dann so von hinten guckt, dann nimmt die Flosse einfach die halbe Kamera ein. Aber ich habe Hoffnung auf diese 360-Grad-Attacke. Die könnte, glaube ich, echt gut funktionieren. Oh, da vorne ist ein anderer Saurier. Ey, guckt euch mal an, wie groß wir bitte sind. Ich weiß nicht, was das da vorne ist, aber wir sind einfach riesig. Ich glaube, das ist gerade AFK. Vielleicht können wir es echt erlegen. Nee, es hat sich ausgelockt. Ach, wie schade. Ich dachte gerade, wir haben es runtergeschluckt, aber das hat sich leider gerade ausgelockt. Wir müssen aber wieder ins Wasser. Was wir auch nochmal schnell ausprobieren können, sind die Calls. Da haben wir einmal den Broadcast. Dann haben wir auch noch freundlich. Aggressiv. Dann den Hilfeschrei. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Dann Freunde einladen. Und das war's schon. Klingen die eigentlich an der Wasseroberfläche anders? Das weiß ich halt nicht. Immer gern ans Land so ein bisschen ranschwimmen. So, dass der Kopf auch aus dem Wasser rausragt und dann mal schreien. Es ist wesentlich lauter noch, ne? Das hier ist der Wasserfall vor der Kraterwiese. Der wirkt echt klein gegen uns. Ich könnte halt versuchen, da hochzukommen, aber ich glaube nicht, dass das gelingt. Wahrscheinlich sind wir eh schon viel zu fett, um hier überhaupt durchzupassen. Oh Gott. Dann probieren wir es jetzt hier. Das wird halt sowas von schief gehen. Wir werden doch safe von irgendwas zerfleischt werden. Oder wir bleiben irgendwo hängen und passen irgendwo nicht durch.
wir haben es echt geschafft. Wir sind im Wasser. Aber das ist halt das Wasser, wo man nicht so gut unter Wasser sehen kann. Wir sind halt sau auffällig mit dieser Schwanzflosse, die man aus dem Wasser ragt. Oh, guck mal, das ist ein Säbelzahntiger. Den Überraschungseffekt habe ich leider gar nicht. Oh, der ist tot? Okay, wir haben ihn tatsächlich erledigt. Und über uns ist ein Drache. Zumindest vom Schatten aus. Oh, ich krieg Schaden. Ja, was war das denn jetzt? Und da oben ist auch irgendwas Kleines. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Drachenhundvieh. Ich weiß nicht, wie die heißen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber noch ein Baby. Oh, hier vorne an Land ist die Schildkröte. Meint, ich bin schneller am Land als die? Ich glaube, ich kann die einholen. Aber ich passe da nicht rein. Schade. Ah, die ist leider entkommen. Dieses riesige Maul. Ah, da ist wieder dieser Drachenhund. Greift einen Säbelzahntiger an. Ja, der macht uns kaum Schaden. So, glaube ich, auch noch ein Baby. Oh, und da kommen Vögel. Das ist übrigens auch eine neue Mod, die Vögel. Und da kommt auch die Mama von dem Hundedrachen-Ding. Verbünden sich alle gegen mich. Ich kann halt leider nicht rückwärts. Alles so abgespacede Viecher. Ich hab die aber, glaube ich, ganz gut erwischt. Na, guck mal, die Schildkröte kommt auch wieder. Schade, dass ich mich nicht aus dem Wasser stürzen kann. Ah, die Schildkröte kommt jetzt auch wieder. Gott, ich kann mich ja gar nicht bewegen. Ich weiß halt nicht, ob ich damit Schaden mache.
die Bodyblocken mich. Gott, ich muss ins Wasser. Oh, die sind überall. Oh nein. Okay. Dieser Vogel hier ist auch neu. Guck mal, der kommt voll nah, voll süß. Wenn ich den auch mal hier spielen soll, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Den greife ich jetzt mal nicht an, das ist mein Freund. Ich weiß halt nicht, ob der cool attacken kann, das würde mich mal interessieren. Aber der hat bestimmt eine bessere Kamera als dieser Riese. Oh, guck mal, da vorne ist ein Sauropode. Vielleicht können wir den ja mal ans Ufer locken. Das wäre auf jeden Fall ein Gegner meiner Größe. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal den Charge Bite gelernt. Will ich nämlich auch gleich nochmal ausprobieren. Aber ich muss echt sagen, dass ich die Hit Detection sehr schwierig finde von dem. Also man kriegt nicht wirklich mit, ob man trifft oder nicht. Und das fühlt sich nicht so gut an. Na komm her. Ist glaube ich ein Kamara. Ich glaube, der vertraut uns auch. Guck mal, wie nah der zu uns kommt. Könnt jetzt so reinbeißen. Wobei, ich würde, glaube ich, gar nicht das Stück da hochkommen. Ich glaube, dafür bin ich zu dick. Na, der Vogel ist auch echt interessant. Oh, hier ist ein Croc. Das ist halt an Land schneller. Dieses riesige Maul. Das Croc hätte eigentlich reingepasst. Da vorne ist es. Wir lassen das mal in Ruhe. Oh, das will mich angreifen. Oh, es ist tot. Okay. Das hat's bereut. Kann der auch ein Stück rausbeißen? Man sieht halt immer nicht genau, wo man ist. Das ist echt ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, wir haben ein Stück. Oh, jetzt ist der Mund mal zu. Oh, wie wir aussehen. Einfach wie ein normales Tier. Ein bisschen moppelig. Das ist ein moppeliger Hai. Ohne Rückenflosse. Ja, jetzt nicht mehr. Diese Verwandlung. Ich glaube, groß essen können wir auch noch nicht. Ich würde es mal probieren. Aber ihr seht ja, man hat hier echt Kamera-Struggle, weil das Tier so groß ist. Ich glaube, er hat aber gerade gegessen.
Ah, jetzt hat er gegessen, ne? Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Ersteindruck vom Bloop. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das spielt sich sehr, sehr seltsam. Wäre schön, wenn die Kamera noch ein bisschen angenehmer wäre. Vielleicht noch weiter rausgezoomt. Und es wäre auch gut, wenn die Schwanzflosse nicht immer so im Sichtfeld wäre. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu dem Bloop in die Kommentare. Und mich würde auch interessieren, ob ihr schon mal vorher von dem Bloop gehört habt. Also bevor ich euch jetzt die Mod gezeigt habe. Weil das Bild habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Aber ich wusste nicht, dass der Bloop heißt. Ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Bloop-Video. Ich würde mich noch sehr über ein Like von euch freuen. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.